Wie folgt man eigentlich einem LinkedIn-Nutzer? Ganz einfach, indem Sie dessen Profil aufrufen und da finden Sie hier den Vernetzen-Button und im Menü Mehr versteckt sich die Funktion Folgen. Wenn Sie hier draufklicken, dann folgen Sie dem betreffenden Nutzer. LinkedIn bietet aber auch die Möglichkeit, jedem einzelnen Benutzer diese Buttons umzustellen und wenn jemand das macht, dann befindet sich der Folgen-Button hier an dieser Stelle. Sie können gleich hier klicken und er wechselt dann einfach mit dem Vernetzen-Button die Position. Der Unterschied besteht darin, beim Folgen wird der Nutzer darüber informiert, dass sie seine Inhalte abonniert haben, aber im Gegensatz zu einer Connection-Anfrage muss er dabei nicht explizit zustimmen. Und Sie können natürlich auch später jederzeit einen Nutzer, gerade die Seite mal neu, auch entfolgen.